Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich grüße Sie. Ich möchte Ihnen heute lediglich eine kleine Neuerscheinung vorstellen, nämlich dieses Heft hier, das Ende des Migrationszeitalters. Und der Titel ist tatsächlich auch schon das, worum es geht. Wie sollte es anders sein? Denn das Migrationszeitalter wird bald enden. Und zwar nicht in 50 Jahren oder in 100, sondern in den nächsten 5 bis 15 Jahren. Warum? Durch das Eindringen der künstlichen Intelligenz in den westlichen Arbeitsmarkt. Das ist der Beginn dessen, was nichts anderes ist als nicht nur das Ende der Migration, sondern die Rückabwicklung der Migration sogar. Das Ganze ist die zweite Auflage des ersten Migrationsheftchens, das ich geschrieben habe 2019 und in dem es hauptsächlich darum ging, was die wahren ökonomischen Gründe für die Migration sind. Es sind natürlich keine moralischen, es sind auch keine allgemeingesellschaftlichen, es sind auch keine weltpolitischen, sondern es sind wirtschaftliche Gründe gewesen vom Beginn an, vom 19. Jahrhundert an, als die Massenmigration nach Frankreich begonnen hat. Dieser Teil, das sind die ersten 30 Seiten, insgesamt sind es 62, die erste Hälfte also ist im Grunde identisch wie 2019. Und die zweite Hälfte, die anderen 32 Seiten, befassen sich damit, wie diese Entwicklung, die ich in den ersten 30 Seiten darstelle, wieder rückabgewickelt wird. Und das wird Sie zunächst mal gar nicht wundern, denn natürlich Kultur und Ingenium ist eine zyklische Geschichtsphilosophie und dass ich an die Zyklik der historischen Ereignisse glaube, ist also erstmal nicht sonderlich verwunderlich. 2019 war das natürlich auch schon so. Ich habe aber keinen Grund dafür gesehen, wie sich diese Entwicklung rückabwickeln könnte, sondern ich habe das gewissermaßen nur unbestimmt in Aussicht gestellt. Aber wodurch das kommen würde, war mir nicht klar. Warum ist es mir jetzt klar? Das hat durchaus mit den neuesten Studien zu dieser Frage, was wird die KI mit dem Arbeitsmarkt tun, zu tun, nämlich... Das ist, glaube ich, im Juni oder so gewesen. Da kam die Goldman Sachs-Studie raus, glaube ich. Es gibt auch noch einige andere. Das ist also dieses Jahr sehr prominent geworden, dass man tatsächlich mal nachgerechnet hat, mit wie viel Verdrängungswettbewerb auf dem Arbeitsmarkt, und zwar in diesem mittleren Teil der Büroarbeitsplätze, hat man denn zu rechnen in den nächsten 10 Jahren durch das Eindringen der KI. Das heißt, ich kann hier drin auch mit konkreten Zahlen arbeiten. Und das ist dann auch das, was letztlich das Ganze natürlich überzeugender macht. Jetzt können die sich natürlich auch irren, aber selbst wenn die 50% falsch liegen, ist das immer noch ein Riesending. Der eigentliche Witz ist aber nun, dass das Ende des Migrationszeitalters und die Rückabwicklung der Migration eigentlich ein Nebeneffekt dessen sind, was da passieren wird. Die KI wird nämlich nicht gezielt die Migration beenden und rückabwickeln, sondern noch viel mehr, und das ist der Untertitel dieses Heftchens, die Rückabwicklung des Liberalismus durch künstliche Intelligenz. Der gesamte Liberalismus wird in ganz vielen seiner Erscheinungsformen rückabgewickelt werden, und eine darunter ist auch dieser Wirtschaftsliberalismus, der dazu geführt hat, das kennen Sie eben vielleicht, wenn Sie das Heft von 2019 kennen, der eben auch zu dieser Migration geführt hat. Und darunter fallen dann eine ganze Reihe von Dingen. Da wird zum Beispiel die gesamte industrielle Revolution rückabgewickelt. Nicht technisch natürlich, aber gesellschaftlich. Ja. Wir werden den politischen Bedeutungsverlust des gegenwärtigen Bürgertums sehen. Auch das eine direkte Wirkung der künstlichen Intelligenz. Übrigens auch eine teilweise Rückabwicklung des Feminismus, der damit im Zusammenhang steht. Und drittens, es werden sogar Standesgrenzen wiederkommen. Da wäre es eine Vollmacke jetzt, oder? Das ist doch wohl lächerlich. Nein, auch das ist eine direkte Folge der, wie ich das nenne, KI-Migration in den Arbeitsmarkt. Es wird wieder Standesgrenzen geben. Und zwar ohne, dass man da große Krawatten machen muss.
Und das alles wird zu einer neuen Gesellschaftsform führen, die sehr stark an die Zeit vor dem Aufkommen des Liberalismus erinnert. Weshalb ich auch den Begriff des neuen Feudalismus verwende. Kommt nicht der Feudalismus wieder, aber Elemente dessen kommen wieder. Das sind natürlich auch Dinge, wenn Sie den Begriff schon mal hier und da gehört haben, was durchaus auch an anderer Stelle schon vorher gesagt wurde. Das heißt, dass es sozusagen noch das Migrationsheftchen ist und dass es im Titel steht, ist gewissermaßen das Greifbarere. Ja, was soll man sich darunter vorstellen, dass der Liberalismus rückabgewickelt wird? Aber dass das Migrationszeitalter zu Ende geht und rückabgewickelt wird, ist was Greifbareres und deswegen steht es im Titel. Und weil das Heftchen daher kommt. Ja. Das heißt, wenn Sie sich dafür interessieren, was die nächsten 10 bis 15 Jahre, nicht nur migrationstechnisch, sondern was den Liberalismus und seinen Untergang angeht, interessiert, dann ist das Ihre Lektüre. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Eine Bemerkung noch, weil ich Ihnen hier dieses Heftchen zeige. Es ist kein tatsächliches physisches Heftchen, sondern es ist ein E-Book. Ich habe die damals 2019, 20 und so weiter per Hand selbst hergestellt. Das war sehr aufwendig und das war auch nicht kostendeckend, obwohl das Heftchen ziemlich teuer war. Das wird ein E-Book sein. Das heißt, es ist ein E-Book. Sie können es als E-Book kaufen. Es ist eine PDF. Ich habe Ihnen das aber so weit wie möglich so angelegt, dass das wirklich wie ein Heft aussieht und wie das originale Heft. Also wundern Sie sich bitte nicht, dass es das physisch nicht gibt, sondern nur als elektronische Variante.